Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, vor 80 Jahren trafen sich 15 Nazi-Funktionäre in einer Villa am Großen Wannsee bei Berlin und planten den Massenmord an Millionen Juden. Es war das grauenvollste Frühstückstreffen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Die 15 Teilnehmer, die bekanntesten waren Reinhard Heydrich und Adolf Eichmann, kamen in der Villa zusammen, um die organisatorischen Maßnahmen zur Endlösung der Judenfrage vorzubereiten. Die jüdische Lage am Rand der Stadt sollte für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Der Holocaust war schon lange vor der Wannsee-Konferenz von Hitler beschlossen worden. Deportationen und Erschießungen hatten bereits begonnen. Ungefähr 1 Million Juden waren nach dem Überfall der Deutschen auf Polen und der Sowjetunion schon ermordet worden. Das Ziel der Besprechung in der Villa am Wannsee war, die Umsetzung des Völkermords zu beschleunigen. Deswegen gilt die Wannsee-Konferenz als eines der Schlüsseldaten des Holocaust. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb in das Gästebuch der heutigen Gedenk- und Bildungsstätte: Es darf nicht vergessen werden, was hier vor 80 Jahren geschah, als deutsche Verwaltungsbeamte den Völkermord an den Jüdinnen und Juden Europas planten. Die Wannsee-Konferenz steht für die Verantwortung des Einzelnen, die Stimme gegen Antisemitismus und Judenhass zu erheben. Die Protokolle der Konferenz sind ein Beispiel, wie durch Verschleierung, Relativierung und Umdeutung der Sprache Millionen Deutschen zu Mitwissern und Mitläufern geworden sind. Der Antisemitismus ist heute noch erschreckend lebendig. Antisemitismus gibt es im rechten wie im linken Lager unter Christen und Atheisten und ebenso auch im migrantischen und muslimischen Milieus. Dieses Problem geht uns alle an. Die Wannsee-Konferenz steht ebenso für die Mahnung vor jeder Art von Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus und Judenhass, die sich allzu oft hinter Israel-Kritik verbirgt. Wir können den Antisemitismus nur dort bekämpfen, wo wir leben. Es ist nicht nur im Internet, es sind unsere Straßen, auf denen er sich Bahn bricht. Deswegen rufen wir als Marsch des Lebens mit unserem diesjährigen Motto mit Herz und zu Fuß dazu auf, jede Gleichgültigkeit gegen Antisemitismus zu überwinden. Lassen Sie uns nicht aufhören und in unserer Stadt und in unserem Land auf der Straße ein Zeichen zu setzen. Wir laden Sie zu unserer Online-Konferenz am 12. Februar 2022 ein, bei der wir bei unterschiedlichen Vorträgen verstehen lernen, was es in der Zeit der Corona-Pandemie bedeutet, mit Herz und zu Fuß gegen Antisemitismus Stellung zu beziehen und unterwegs zu sein. Der 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz ist für uns Ruf und Verpflichtung, nicht nur zu reden, sondern zu erinnern und zu versöhnen und mit einer noch größeren Entschlossenheit, wo immer es geht, weithin sichtbare Zeichen gegen Antisemitismus und der Freundschaft zu Israel zu setzen.